Hallo, hier ist der Gusor wieder einmal mit einem richtig fetten Ding vom Pask 667. Guckt euch das an. Bitte gebt euch das. Bitte gebt euch das. Guckt mal genau hin. Selbst wenn es nur die Hälfte von beidem ist, jeweils, sind es 450 zusammen von beidem. Das ist schon richtig, richtig krass. Richtig gut. Legen wir mal los. Wollen wir mal sehen. Armeetechnisch, ich meine ganz ehrlich, ich sehe die 6er Riesen, ich sehe die Mauerbrecher, ich sehe die 20er Queen. Ganz ehrlich, so fail wird das, glaube ich, gar nicht. Weil er schrieb, oh, ich konnte nicht alles, ich hatte nicht so die Truppen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, hier muss ein Mauerbrecher, hier seitlich müsste jetzt Mauerbrecher gehen. Na, mal gucken, also ich kann mir vorstellen, dass er sagt, gut, okay, komm, gar nicht erst, na doch, jetzt geht er rein, genau. Sonst hätte ich nämlich gesagt, vielleicht sagt er sich, ah, ich gehe gar nicht erst rein, ich snack das oben rum, aber dafür hätten die Bogies nicht ausgereicht. Ja, die ist schon richtig, richtig fett verteidigt auf jeden Fall. Da wären natürlich 100% Bogies gar nicht so verkehrt gewesen. Schön wirklich alles ringsherum snacken. Aber gut aufgeteilt, ansonsten wirklich die Riesen tanken hier und nebenbei kann man den Rest schön locker flockig rausschütteln aus der Base. Ah, hier auf jeden Fall, unten wäre noch richtig nice, aber da haben wir natürlich auch wieder mega verteidigt, ganz ehrlich. Das ist schon echt fett. Da kriegt man nicht viel, ich meine, was heißt nicht viel, wir sind hier über 200k. So, ja hier, ich meine ein bisschen Truppen hat er noch, so ist es nicht, aber das hier wird schon eine tricky Kiste, aber weiter rein bringt er eigentlich auch nichts, also wenn dann wirklich, genau, richtig, wenn dann halt hier noch sehr gut Mauer geöffnet, ah, mit den Teslas konnte jetzt keiner rechnen. Andere werden jetzt sagen, oh, ist da eine typische Pokebase oder wie auch immer, da sind immer die Teslas, ja. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Ich drücke mich da oben nicht rum, also beziehungsweise er ist ja auch ganz weit unten, aber normalerweise ist das ja garantiert so ein bisschen auf Pokis ausgerichtet und dann Town Hall drinne, denke ich mal, sollte eine relativ schwierige Nummer dann sein. Einwandfrei. Wie gesagt, was habe ich gesagt? 450 von beidem ist schon mega krank, sind wir schon bei 900. Und die sind, ja, die sind erreicht. Einwandfrei. Richtig krasses Ding. Er hat noch die Queen und sagt sie, jetzt komm, das Gold will ich noch haben. Garantiert. Ah, schade, jetzt geht's auf die Kanone rauf. Ärgerlich. Schade. Da dachte ich auch noch, naja, das wird doch bestimmt noch. Ja, okay, die waren jetzt umsonst. Das war nur noch ein bisschen was. Guter Angriff auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Ich hau sozusagen meine restlichen Bogies noch raus. Und dann können wir nämlich... Oh, geil. Oh, geil. Ja, ich mache hier mit den 80 Bogies noch kurzen Prozess. Und dann... sollte das hier passen. Dann kann ich nämlich schön mit dem Rest dann weiterarbeiten. Dann mache ich wieder mein Go-Hog-Laloon. Genau, noch schön was Dunkles ziehen hier. Ja, das war es schon fast. Ejo. Immerhin 230k. Was will man mehr? Ich meine, ganz ehrlich, dafür kann man mal ein paar Dinge ausgeben. So, Hoggies fehlen mir noch. Und mir fehlt definitiv... Nee, wartet mal. Was fehlt mir noch? Hog Rider. Und dann würde ich sagen, ein Golem hier noch. Ein Lava-Hund noch da. Dann habe ich zwei. Und dann würde ich fast noch sagen... Dann noch ein Golem. Und dann mit dem anderen noch ein paar Hooks. Ah, 9 passt. Okay,
wieder ordentlich D-Alex rausgewastet, aber ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Okay, zack, zack. Ja, okay, komme ich viel zu weit drüber, aber egal. Gucken wir uns derweil noch einen Angriff an. Wie gesagt, normal, Standard, wird durchlaufen lassen, klar, weil man sich halt wirklich freut. Aber wie gesagt, es ist auch so eine Sache, hier ist es wirklich nur in dem Bereich, nur in den Lagern. Also man muss die Lager platt machen, um wirklich ranzukommen, klar. Aber perfekte Truppenkombi dafür, einfach nur rein und fertig, klar. Easy going, sogar noch einen Stern mitgenommen, einwandfrei, passt. Hammer Loot von Legend. Sehr geil. Kleinen Moment, ich muss mir das kurz geben. Wir haben hier den einen Lavahund, da den zweiten und wir haben noch zwei weitere. Okay, mega krass. Ich denke mal, du gehst auf Nummer super, super sicher. Aber wirklich, wie gesagt, da braucht man dann auch nicht weiter rum. Da ist jedes Diskutieren dann auch Quatsch. Wenn man jetzt sagen würde, oh ja, du hast aber jetzt vier Lava-Hunde rausgehauen, jetzt musst du das auch machen. Ich meine, ganz ehrlich, da wird er die Base rocken, auf jeden Fall. Expose sogar platt, nichts drinne. Das wird ein richtig geiles Ding. Das geben wir uns jetzt mal. Hier gleich ein Rage, da ein Rage. Okay. Naja, klar, passt. Hier haben wir noch die Lavahunde, die noch richtig, richtig Akku drauf haben. Da geht noch richtig was. Hier, die sind noch nicht ansatzweise angefressen. So, hier Lava und Welpen richten hier auch schon ein bisschen was aus, auf jeden Fall. Einwandfrei, einwandfrei. So, jetzt wird es langsam kritisch. Wenn der hochgeht, denke ich mal, werden die Welpen noch die Luftabwehr killen. Hoffe ich mal. Ah, er hat noch den King, genau. Wie sagt der Zuschauer LP, kein Ding für den King. Ja, hatte ich mir die letzten Tage mal ein paar Videos angeguckt. Muss ich ja mal dazu gestehen. Ja, ich bin ein kleiner Fan vom Lars. Hat mir gefallen. Einwandfrei. Und jetzt keine Luftabwehr mehr, die irgendwie rumquaken kann. Dann kann man schön easy mit den Loons aufräumen, wenn die Zeit reicht. Aber die Zeit reicht auf jeden Fall, weil er hatte nur noch 2,5 Minuten am Anfang. Somit ist die Zeit ihm definitiv nicht weggelaufen. Mega Loot und dann ist diese Truppenkombi vollkommen in Ordnung. Zumal wir hier sehen, wir haben nur ein Einser Lavahund. Das ist natürlich echt eine krasse Nummer und da trotzdem so abzuliefern, auf jeden Fall mega krass. Richtig gutes Ding, richtig gut. Ja, trotzdem, ganz ehrlich, keine Millionen. Ich meine, wir sind da ganz dicht dran. Ne? Aber ob du sie holen wirst, ist die nächste Frage. Aber ich denke mal auch alleine schon wirklich außen, es wird alles, das Gold wirst du komplett ziehen können und alles, was eben im Alex-Bereich noch mehr drin ist, über diese knapp 300.000, wird dann halt eben in den Lagern drin sein. Und die wirst du nicht bekommen. Ah, ja, du hast den King noch. Den würde ich dann hier raushauen. Genau. Einwandfrei gemacht. Ganz genau. Dann noch die Punkte mitgenommen. Gold 3 geblieben. Einwandfrei. Vollkommen in Ordnung. Das gesamte Gold gezogen. Super. Mein Angriff lässt noch was auf sich warten. Sali 10. Oh, richtig cool.
Okay, er geht wirklich erst vor, weil normalerweise, sage ich mal, macht man ja, okay, ich schicke was vor zum Deffen und dann kommt gleich hinten ran noch was anderes. Aber er sagt sie erst, gut, okay, ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ich meine, wenn man bei den Riesen hier ein paar Heals hat, dann läuft das schon ganz nett. Also da, dann halten die auch eine ganze Ecke durch, auf jeden Fall. Hier Vorteil, King hat sich direkt vor die Mauer, vor die Bogenschützen gesetzt und dann geht da auch eine Menge. Na, für den oberen Bereich haben wir aber nichts mehr zum Clearen. War doch, da sind noch ein paar Bogies einwandfrei, sonst alles freigeräumt und dann, ja, toll. Ich kann nichts mehr clearen, weil ich dafür keine Truppen mehr habe. Jetzt zum Beispiel wird's eng. Wir haben noch ganz, ganz viele Riesen. Die machen auch noch schön die ganzen Dev-Gebäude weg. Ja, doch, doch, geil. Weil sich hier jetzt wirklich Dev-mäßig alles weg war. Oh, cool. Nice. Richtig geil. Richtig gut durchgezogen. Fast alles bekommen. Super gut. Gefällt mir richtig gut. Den Angriff seht ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.